Ist der Chef frei? Total frei. So frei, dass er gar nicht da ist. Was heißt das? Er ist nach Sylt gefahren. Irgend so ein Ärztekongress. Es ist ihm plötzlich eingefallen. Er wollte dazu meinen Kommentar. Dann geben Sie es doch Dr. Wolters. Er macht die Vertretung für den Erkrankten, Dr. Schäfer. Für operative Notfälle kommt Professor Brösinger aus Freiburg rüber. Ah ja. Hat er Ihnen das gar nicht gesagt? Ich hatte gestern meinen freien Tag. Und auf schwarze Brett habe ich noch nicht geschaut. Oh, Milritz, ich hab's Ihnen doch schon zweimal gesagt. Schwester Christa macht Urlaub auf Sylt. Die können sich jetzt nicht sprechen. Gehen Sie bitte wieder in Ihr Zimmer. Sie begreift es nicht. Tja, nun wissen Sie es. Bitte? Ich muss ins Labor. Entschuldigen Sie mich. Achtung, Abfahrt auf Gleis 4. Der Schnellzug nach Hamburg über Husum. Bitte einsteigen und Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ja, wenn es ginge, würde ich gerne zurückkommen. Wenn das Kollegium über eine Neubesetzung schon entschieden hat, ist meine Anfrage natürlich gegenstandslos. Sicher komme ich woanders unter. Dankeschön. Wieder. Es war damals nicht so, wie Sie vielleicht dachten. Wie dachte ich denn? Es war nicht so. Na schön. Dann war es eben anders. So oder so, was macht das schon? Ich akzeptiere Sie. Ja? Zu spät. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass ein Chefarzt und eine Krankenschwester... Ein Stationsarzt und eine Krankenschwester wäre passender, meinen Sie? Ach, du lieber Gott. Das ist doch alles dummes Gerede, Klatsch und Tratsch. Na, dann wollen wir uns mal nicht an dem Klatsch und Tratsch beteiligen. Ja, sicher. Was hat sie denn? Sie will wieder weg. Und nun? Das frage ich dich. Nun gehen wir gut essen. Einverstanden? Einverstanden. Und nun? Und nun? Das frage ich dich. Nun werde ich ein Taxi nehmen und nach Westerland zurückfahren. Ah ja? Oder? Natürlich bringe ich dich vorher noch in deine Pension. Ah ja. Komme ich hier an ein Taxi? Tja, wie? Mal komm. Oh, ich müsste mal telefonieren. Möchtest du einen Kaffee? Wo nimmst du jetzt einen Kaffee her? Na, aus der Bar. Also. Ich habe schon oft Urlaub hier gemacht, weißt du? Die kennen mich. Ich gehöre schon fast zur Familie. Aha. Na, also dann hätte ich lieber ein Bier. Ein Bier? Ja. Bitte sehr. Na, wird denn nicht heiß? Naja, ein bisschen schon. Na, dann zieh doch den Mantel aus. Gemütlich hier. Ja.
Du darfst dich sogar setzen. Ja, ja. Komm, lach nicht. Wenn jetzt jemand kommt. Ja, es kommt niemand. Und wenn jemand kommt, dann sage ich, darf ich bekannt machen? Das ist Professor Brinkmann. Woher? Am Bahnhofskiosk gekauft. Zusammen mit der Zeitung. Ich sah sowas kommen. Ah ja. Nee, ich gebe zu, es ist bezaubernd. Ich habe natürlich auch daran gedacht, für uns in Westerland ein Doppelzimmer. Wir haben eins. Aber wir haben eins. Mhm. Früh, wenn wir beide aus dem Zimmer kommen und das Personal. Du siehst doch, es sind beide Betten bezogen, Klaus. Ich habe vom Restaurant angerufen und gesagt, dass ich nicht allein komme. Christa, Christa, Christa. Du willst es doch auch. Oder? Du bist nur ein bisschen umständlich. Ja, aber es gehört sich doch nicht, dass eine Frau die Initiative ergreift. Aus Liebe ist alles erlaubt. Ah ja. Aber umständlich bin ich das wirklich? Und nicht als Arzt. Als Liebhaber bist du allerdings ein bisschen von gestern. Ach so. Alles in Ordnung? Ja, ja, völlig unproblematisch. Haben wir inzwischen einen Neuzugang? Nein, nein. Wenn Sie jetzt Schluss machen wollen, ich übernehme. Oh, das wäre prima. Ich habe noch eine dringende Besorgung. Ist alles in Ordnung, ich frage mich an. Sieht aus, als ob wir einen ruhigen Tag haben werden. Hm? Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo! Hallo! Wo kommst du her? Ich schwänze die Nachmittagsvorträge. Grüß dich, mein Schatzchen. Wie geht's dir? Da, wie findest du das? Enorm. Oh. Enorm, ne? Was ist denn? Freust du dich überhaupt nicht? Komm, hopps. Ah. Da siehst du doch, wie ich mich freue. Ja, ja, einen Wagen habe ich auch gemietet. Da sind wir beweglicher. Ich möchte aber lieber ein Boot fahren. Wo nimmst du ein Boot her? Am Hafen kann man welche leihen. Mhm. Stell dir vor. Sag mal, du bist zu unternehmungslustig. Ist was passiert? Jawohl! Und was bitte? Ich habe mich in einen Chefarzt verlegt. Na, da hast du dir ja was Dolles geangelt, du. Sagst du mit? Natürlich, wenn ich der Chefarzt bin, den du dir geangelt hast. Da muss ich ja wohl nicht. Na, warum? Was? Der Vormittag ohne dich war sehr schön. Aber ein paar Mal sehr über dich gelacht. Über mich? Warum? Naja, was hast du gesagt? Wenn wir nun morgen früh zusammen aus dem Zimmer kommen und das Personal. Du, hör mal zu. Ich bin eine Respektsperson, ja? Ach so. Du hast kein Recht, dich über mich lustig zu machen. Nein, kein Recht hast du dazu, dich über mich lustig zu machen. Verstehst du mich? Das ist was Ernstes, oder?
kommen Sie schnell! Was ist denn passiert? Helfen Sie mir, die Frau ist eingeklemmt. Ja, natürlich nicht angeschnallt, lassen Sie mich mal machen, ich bin Arzt. Geht's? So, ja, nehmen Sie die Füße, aber behutsam, ganz vorsichtig. Ja. So. Und auf dem Beifahrersitz ist ein Mantel, geben Sie den her. Ja. Und den Kopf. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Noch ein bisschen weiter, so. So. Du hör mal, ich habe mir deinen Personalakt mal angesehen. Du hast das Abitur mit Auszeichnung. Ja. Ja. Hast du nie daran gedacht, das Studium wieder aufzunehmen? Nein. Warum nicht? Hast du Angst, dass du es nicht schaffst? Nein. Aber ich müsste Rücklagen bilden. Für Jahre sparen und für Jahre Studium. Ach, bin ich eine alte Frau. Alte Frau? Bist du wahnsinnig? Und außerdem weißt du, wenn man erst einmal seine Träume und seine Hoffnungen begraben hat. Begraben, begraben, mein Gott. Bin ich als Krankenschwester für dich nicht akzeptabel? Du red mir nicht solchen Unsinn. Darum dreht sich's doch gar nicht. Es dreht sich darum, was die Frage ist. Ja? Ob du meine Frau werden willst? Oder Ärztin? Oder vielleicht beide? So weit, denkst du? Das ist nicht weit, das ist ganz nah. Das ist meine Zukunft. Unsere Zukunft, wenn du willst. Danke, Klaus. Ich werde über unsere Zukunft nachdenken. Klaus? Ja? Hattest du Skrupel wegen... Wegen? Ja, wegen Udo. Aber also Skrupel eigentlich nicht, aber eine gewisse Scheu, weißt du? Ach, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das sagen soll. Du? Ha? Es war kein intimes Verhältnis. Es hätte aber eins werden können. Wenn dieses halbnackte Mädchen nicht bei uns im Garten gelegen wäre, was? Mhm. Na, da bin ich aber froh, dass dieses halbnackte Mädchen im Garten gelegen ist. Heute bin ich darüber auch sehr froh. Du hast ein sehr kompliziertes Verhältnis zu deinem Sohn. Ja, das kann man wohl sagen. Das begann damals, als meine Frau starb. Sie war krank, sehr krank. Und als sie starb, war ich auf einem medizinischen Symposium in Münster. Wegen einer jungen Kollegin blieb ich einen Tag länger als vorgesehen. Und sie war auf einem Forschungslehrgang in San Francisco über moderne Anwendungsmethoden der Anästhesie. Und ich brachte sie in ihr Hotel, um mehr darüber zu wissen. Frau Dr. Bach? Ja. Und als mein Sohn anrief, um mir zu sagen, wie schlecht es um meine Frau stand, da war ich eben nicht erreichbar. Und? Und gar nichts. Und ich kann nur annehmen, dass er glaubte, ich hätte meine Frau in ihrer Todesnacht betrogen. Warum hast du es nicht richtig gestellt? Wenn ein Vorwurf nicht formuliert wird, dann korrigierst du ihn auch nicht? Nein. Und außerdem, muss ich dir sagen, hatte ich Angst, durch die Beschwörung meiner Unschuld erst richtig unglaubwürdig zu erscheinen. Später, viel später, nach einem Jahr ungefähr, habe ich mich mit Elena Bach befreundet. Und davor hatte ich mit mir und mit meiner Trauer genug zu tun, als dass ich auch noch Lust gehabt hätte auf eine Konfliktbereinigung mit Udo. Ich fand das alles so lästig, so ungerecht und unverschämt.
Der Sohn als Richter. Als ob ich einen Richter gebraucht hätte. Du hast dich natürlich selbst angeklagt. Ja, natürlich. Natürlich hat mir Elena Bach sofort gefallen, nicht? Und mein wissenschaftliches Interesse war nur ein Vorwand, sie näher kennenzulernen. Aber dann waren doch Udos Verhaltensstörungen, oder wie immer man das nennen mag, gar nicht so unbegründet. Ja, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin Chirurg und kein Psychoanalytiker. Vorsicht im Beckenbereich. Schwere Brustkorbquetschungen und Verletzungen im Bauchraum. Ich habe trotzdem massiert. Trotz der Verletzung, weil sie sonst keine Chance gehabt. Das ist ja Dr. Bach. Ja, gleich auf die Intensive. Guten Tag. Zwei Kaffee, bitte. Ach, ich könnte platzen. Vor Wohlbefinden. So schön ist das. Keiner schreit nach mir. Keiner fragt nach Autopsieberichten. Keiner will eine Diagnose von mir abgesichert haben. Keiner gibt mir ein Skalpell in die Hand. Ah, ich möchte hier ewig mit dir sitzen. Sag mal, wie nennt man das? Dafür gibt's doch ein Wort, nicht? Wie heißt das? Glück. Doch, wie ich bereits sagte, abgereist. Herr Professor Brinkmann hat angerufen und sein Gepäck von einem Taxifahrer abholen lassen. Ja, können Sie den Taxifahrer denn nicht ermitteln? Ja, gut, danke. Die neue Unterkunft ist nicht bekannt und die Kongressleitung hat auch keine Ahnung. Haben wir die Urlaubsanschrift von Schwester Christa in Kampen? Ja, natürlich. Soll ich da anrufen? Ja, ja. Brüsinger kommt nicht. Auch nicht in absehbarer Zeit. Da ist ein Privatflugzeug abgestürzt. 2 Notoperationen. Ach, das noch. Tja. Ja, guten Tag. Hier ist die Schwarzwaldklinik. Können Sie mir Christa Mehnert geben, bitte? Nicht da. Ja, wir erwarten dann dringend Ihren Rückruf. Vergessen Sie es aber bitte nicht. Moment, bitte. Fragen Sie nach, ob mein Vater auch dort wohnt. Ja. Wohnt Professor Brinkmann auch bei Ihnen? Ja, dann soll er zurückrufen. Sofort und dringend, bitte. Sie sind zusammen unterwegs und kommen wahrscheinlich erst am Abend zurück, sagt die Pensionswirtin. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie bitte? Nichts. Die Abbrüche vom Rande der Beckenschaufel sind wegen der Blutungsgefahr sehr ernst zu nehmen. Eine Mitverletzung des Darmes kann ich nicht ausschließen. Alles in allem sieht es nicht gut aus. Die Atemnot kommt durch eine Atelektase in einem Teil der Lunge zustande. Muss eine gebrochene Rippe die Lunge angestochen haben. Ohne Operation lässt sich das nicht exakt analysieren, aber ohne exakte Analyse ist jede Operation sinnlos. Die Operation scheint sich zu verbieten. Schon des schlechten Allgemeinzustandes wegen. Noch mehr Adrenalin können wir wohl nicht geben, oder? Auf keinen Fall. Befürchtest du keine Embolie? Ich befürchte noch viel mehr. Was sollen wir machen? Dr. Brösinger, wir werden spätestens 2 Stunden hier sein. Danke. Sie entschuldigen mich. Was überhaupt noch lebt bei diesen Verletzungen? Die Chancen sind sowieso gleich null. Das sagen wir 0,1. Ist jemand der Meinung, dass wir operieren sollten? Ist jemand der Meinung, dass wir nicht operieren und auf Dr. Brösinger warten sollten? Ich schließe mich Ihrer Auffassung an. Und dann sagte der Arzt kurz vor der Narkose, darf's noch ein bisschen mehr von der Leber sein, Herr Fleischermeister? Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, Gnädefrau. Sie möchten bitte gleich in Ihrer Klinik anrufen. Also? Na ja. Und um was es sich handelt, haben die nicht gesagt? Nein, nur, dass es sehr dringend ist.
Guten Abend, Herr Professor. Einen Moment bitte. Ihr Sohn möchte Sie gern sprechen. Ja? Was ist los? Was gibt's? Elena hatte einen schweren Autounfall. Wie schwer? Sehr schwer. Sag mal, wo warst du denn? Ich versuch dich seit heute Mittag zu erreichen. Bist du aus dem Hotel ausgezogen? Ja. Gib eine kurze Diagnose. Naja, schwerste unübersichtliche Verletzung im Bauchraum, Atelektase im Lungenraum. Abbrüche an der Beckenschaufel. Und ist Brüsinger nicht gekommen? Ja, der konnte nicht. Zwei Notoperationen. Und Schäfer? Er liegt im Bett wegen Ischias. Heute geht kein Zug mehr. Ich kann versuchen, morgen früh eine Privatmaschine zu bekommen. Ja. Mhm. Ja. Operierst du? Nein. Aber vielleicht würdest du, wenn du hier wärst. Professor Brösinger ist gerade eben eingetroffen. Moment. Ich höre gerade, dass Brösinger eingetroffen ist. Ist sie bei Bewusstsein? Nein. Sie hat außerdem auch noch eine sehr schwere Gehirnerschütterung. Ohne die Herzmassage von Marker wäre sie wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Aber zufällig am Unfallort. Soll ich dich anrufen, wenn es was Neues gibt, oder... Willst du deinen Urlaub genießen? Ruf mich an! Du musst zurück? Ja. Elena Bach. Autounfall. Was haben Sie alles gegeben? Hier ist alles eingetragen. Ja, das hätte ich auch gemacht. Mehr Adrenol können wir nicht geben. Die überschießenden Reaktionen aber... werden über kurz oder lang wahrscheinlich zum Exitus führen, ja. Sie operieren nicht? Nein, der Narkoseschock würde Sie umbringen. Was dann? Was dann ist eine gute Frage. Wir geben ihr Sauerstoff, Blut und Penicillin. Der liebe Gott wird dir den Tod oder die Genesung geben. Ja, ich kann es natürlich auch umständlich ausdrücken. Dass sie sich nicht angeschnallt hat. Sie hat sich sonst immer angeschnallt. Herr Professor? Na, wie geht's Ihnen? Sie kommen leider zu spät. Embolie. Heute Morgen um 5. Die Verletzung war einfach zu schwer.
Tag, Herr Professor. Tag. Sie haben es schon gehört? Ja, ja, ja. Oh, bitte jetzt nicht, Herr Doktor. Tag, Vater. Sie hat das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Willst du die Aufnahmen sehen? Hättest du operiert? Nein. Also keine Vorwürfe. Bitte lass mich jetzt allein. Etwas musst du doch essen. Eine Kleinigkeit wenigstens. Danke, Kitty. Und, was sagt er? Nicht viel. Ja, das kenne ich. Taktik hat er angewandt vor 12 Jahren, als Mutter starb. Taktik würde ich das aber nicht nennen. Wie denn? Erschütterung. So kann man es auch nennen. Erst Missbrauch und dann Schweigen. Der große, große Schweiger. Mir missfällt das. Mir auch. Nein, ich meine deinen Ton. Du weißt nicht, was eine Doublette ist? Ich will's dir erklären, Katie. Das, was er jetzt mit Elena gemacht hat, entspricht genau dem, was er vor 12 Jahren mit Mutter gemacht hat. Erstens eine neue Frau. Zweitens unerreichbar in einem anderen Hotel. Und drittens die große Trauerarie. Ich weiß nicht, Mutti. Was Frauen angeht, musst du doch eigentlich ganz still sein. Ich habe meine Frauen immer hintereinander, nicht gleichzeitig wie er. Egal wie viele. Ach, du weißt ja nicht, wie es damals war. Oh doch, das weiß ich. Er war bei Elena Bach im Hotel. So wie er jetzt mit Schwester Christa in einem anderen Hotel war. Und wenn er... Warum sprichst du nicht weiter, Udo? Ich habe zugehört. Das freut mich. Sonst muss man ja immer nur dir zuhören. Also gut. Elena hat innerhalb kurzer Zeit 3 Informationen bekommen. Die erste, du bist auf Sylt. Die zweite, Schwester Christa ist auf Sylt. Die dritte... Ihre Rückkehr in das Klinikum nach Karlsruhe ist ihr verbaut. Da ist sie mit 100 gegen den Baum gerast, ohne angeschnallt zu sein. Ich bin dir zwar keine Rechenschaft schuldig, Udo. Aber wenn du mir die Schuld in die Schuhe schieben willst, muss ich dir sagen, dass Elena über mich und Christa Bescheid wusste. Und es akzeptiert hat. Was für eine grandiose Ausrede. Weißt du, wie du es nennst, wenn ich so argumentieren würde? Schutzbehauptung. Elena kann nicht mehr sagen, dass es anders war. Aber du kannst es, nicht? Mein Gott, als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Ich dachte, es beruhe auf Gerechtigkeit, dass du mir nicht vorwirfst, nicht operiert zu haben. Ich war mir da gar nicht so sicher. Vor allem glaubte ich, dass du ihren Tod hättest vielleicht verhindern können.
Aber nein, da korrigierst du mich großmütig, sprichst mich frei von Schuld und fachlichen Unzulänglichkeiten. Und warum? Warum? Weil es dir in den Kram passt. Du hast ja jetzt Christa. So wie du vor 12 Jahren Elena hattest, als Mama starb. Udo, bitte! Lass nur, Katie, unsere Jugend, die kennt sich aus. Während wir Alten nur miese Halunken sind. Ach, such ein anderes Wort dafür! Oder wie würdest du es nennen, wenn man dir bei dieser Gelegenheit auch noch die Freundin wegschnappt? Du nimmst, was du willst. Verstößt, was du nicht mehr brauchst. Und die anderen halten die Klappe, was? Du sprichst doch wohl von dir, nicht? Kommt jetzt Elena auf den Flügel neben Mama? Nein, 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 hört auf! Es ist schrecklich, wie ihr euch benehmt. Dank dir schön, Kitty. Ist er nicht großartig? Entschuldigt sich sofort. Das macht ihm so leicht keiner nach. Du jedenfalls nicht. Du entschuldigst dich für gar nichts. Du kommst nicht einmal auf den Gedanken, dass du gelegentlich jemandem Unrecht tun könntest. Entschuldigung, vielleicht war es falsch, dass ich mich eingemischt habe. Nein, nein, es war richtig. Weißt du, jetzt hat er wenigstens keine seelischen Blähungen mehr. Was? So eine Auseinandersetzung kann manchmal sogar einen Psychoanalytiker setzen, Kitty. Aha. Na, ich weiß nicht. Ich halte es jedenfalls für unangebracht, sich so zu streiten, wenn gerade ein nahestehender Mensch gestorben ist. Sei nachsichtig mit uns, Katie. Besonders mit ihm. Elena war seine einzige Hoffnung, was Christa betrifft. Muss ich das verstehen? Du, das ist doch ganz einfach. Er hatte gehofft, Elena und ich, wir bleiben zusammen. Sodass er sich noch eine Chance auf Christa ausrechnen konnte. Er hat es nicht verschmerzt, dass Christa mit ihm Schluss gemacht hat. Nur wenn er mit einer anderen Halbnackten im Garten rumschmust. Tja, Katie, wer kennt sich da aus? Professor Brinkmann. Ja, hier ist Christa. Guten Tag, Kitty. Ich wollte nur mal fragen, wie es Klaus geht, weil er sich gar nicht mehr meldet. Die Frau Dr. Bach ist tot, Christa. Gestern früh. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Meinen Sie, ob er mich sprechen will? Ich weiß nicht. Er hatte gestern Krach mit Udo. Schlimm, sag ich Ihnen. Seitdem schweigt er. Ist nicht ansprechbar. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich meinen Urlaub abbrechen soll. Ob er mich braucht oder ob er meine Anwesenheit nur so eine Belastung empfinden würde. Moment, Christa. Klaus! Klaus! Christa ist am Telefon. Kommst du mal? Moment mal, Christa, er kommt. Danke. Christa, grüß dich. Du entschuldige, dass ich dich noch nicht angerufen habe. Du bist ziemlich fertig, was? Ja. Macht dir der Hund sehr zu schaffen? Der Hund.
Ach, Klaus, zu schaffen macht mir die Frage, ob ich zurückkommen soll. Nein, nein. Bist du sicher? Ja. Schau, du hast deinen Urlaub verdient. Und mit mir ist im Moment nicht viel anzufangen. Ach, Klaus, ich will doch nichts mit dir anfangen. Ob du mich in deiner jetzigen Situation in deiner Nähe haben willst, das will ich wissen. Weißt du, ich sitze am liebsten allein im Garten und denke nach, obwohl es gar nicht nachzudenken gibt. Na gut. Ich hab's noch nicht verkraftet. Ja, das ist doch klar. Ich erwarte doch nicht von dir, dass du alles wegsteckst und vergnügt zur Tagesordnung übergehst, nur weil ich zurückkomme. Aber ein Wort von dir und ich bin da. Hör zu, du hast deinen Urlaub verdient. Das muss wirklich nicht sein. Freue dich über diese paar Tage dort oben, die du noch hast. Und mach dir keine Sorgen um mich. Ja. Also dann. Dank dir für deinen Anruf. Es wird schon wieder. Ja. Das gelesen? Was denn? Seite 3. Nein. Der Motorradfahrer, der verbotswidrig auf die falsche Fahrbahnseite geriet und dadurch den Tod der Ärztin Dr. Elena Bach verursachte, ist ermittelt. Andere Verkehrsteilnehmer haben sein Kennzeichen erkannt. Davon wird sie auch nicht mehr lebendig, Katie. Weil Udo so etwas andeutete, als habe Elena absichtlich... Elena hat sich nicht umbringen wollen. Kommt Christa? Nein. Nein? Ich kann das nicht von ihr verlangen. Verlangen? Das ist kein Opfer für eine Frau, wenn sie... Komm, Kitty, liegt nicht. Hier möchte ich ewig mit dir sitzen. Da gibt's doch ein Wort. Wie heißt das? Glück. Thank you.
der Chef frei? Total frei. So frei, dass er gar nicht da ist. Was heißt das? Er ist nach Sylt gefahren. Irgend so ein Ärztekongress. Es ist ihm plötzlich eingefallen. Er wollte dazu meinen Kommentar. Dann geben Sie es doch Dr. Wolters. Er macht die Vertretung für den Erkrankten, Dr. Schäfer. Für operative Notfälle kommt Professor Brösinger aus Freiburg rüber. Ah ja. Hat er Ihnen das gar nicht gesagt? Ich hatte gestern meinen freien Tag. Und auf schwarze Brett habe ich noch nicht geschaut. Frau Milritz, ich habe es Ihnen doch schon zweimal gesagt. Schwester Christa macht Urlaub auf Sylt. Die können sich jetzt nicht sprechen. Gehen Sie bitte wieder in Ihr Zimmer. Sie begreift es nicht. Tja, nun wissen Sie es. Bitte? Ich muss ins Labor. Entschuldigen Sie mich. Achtung, Abfahrt auf Gleis 4. Der Schnellzug nach Hamburg über Husum. Bitte einsteigen und Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ja, wenn es ginge, würde ich gerne zurückkommen. Wenn das Kollegium über eine Neubesetzung schon entschieden hat, ist meine Anfrage natürlich gegenstandslos. Sicher komme ich woanders unter. Dankeschön. Wieder. Es war damals nicht so, wie Sie vielleicht dachten. Wie dachte ich denn? Es war nicht so. Na schön. Dann war es eben anders. So oder so, was macht das schon? Ich akzeptiere Sie. Ja? Zu spät. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass ein Chefarzt und eine Krankenschwester... Ein Stationsarzt und eine Krankenschwester wäre passender, meinen Sie? Ach du lieber Gott, das ist doch alles dummes Gerede, Klatsch und Tratsch. Na, dann wollen wir uns mal nicht an dem Klatsch und Tratsch beteiligen. Ja, sicher. Was hat sie denn? Sie will wieder weg. Und nun? Das frage ich dich. Nun gehen wir gut essen. Einverstanden? Einverstanden. Dankeschön. Und nun? Und nun? Das frage ich dich. Nun werde ich ein Taxi nehmen und nach Westerland zurückfahren müssen. Ah ja? Oder? Natürlich bringe ich dich vorher noch in deine Pension. Ah ja. Komme ich hier an ein Taxi? Tja, wie? Mal komm. Oh, ich müsste mal telefonieren. Möchtest du einen Kaffee? Wo nimmst du jetzt einen Kaffee her? Na, aus der Bar. Ich habe schon oft Urlaub hier gemacht, weißt du? Die kennen mich. Ich gehöre schon fast zur Familie. Aha. Na, also dann hätte ich lieber ein Bier. Ein Bier? Ja. Bitte sehr. Na, wird denn nicht heiß? Naja, ein bisschen schon. Na, dann zieh doch den Mantel aus. Gemütlich hier so. Ja.
Du darfst dich sogar setzen. Ah ja. Komm, lach nicht. Wenn jetzt jemand kommt. Ja, es kommt niemand. Und wenn jemand kommt, dann sage ich, darf ich bekannt machen? Das ist Professor Brinkmann. Woher? Am Bahnhofskiosk gekauft. Zusammen mit der Zeitung. Ich sah sowas kommen. Ah ja. Nee, ich gebe zu, es ist bezaubernd. Ich habe natürlich auch daran gedacht, für uns in Westerland ein Doppelzimmer. Wir haben eins. Aber wir haben eins. Mhm. Früh, wenn wir beide aus dem Zimmer kommen und das Personal. Du siehst doch, es sind beide Betten bezogen, Klaus. Ich habe vom Restaurant angerufen und gesagt, dass ich nicht allein komme. Christa, Christa, Christa. Du willst es doch auch. Oder? Du bist nur ein bisschen umständlich. Ja, aber es gehört sich doch nicht, dass eine Frau die Initiative ergreift. Aus Liebe ist alles erlaubt. Ah ja. Aber umständlich bin ich das wirklich? Und nicht als Arzt. Als Liebhaber bist du allerdings ein bisschen von gestern. Ach so. Alles in Ordnung? Ja, ja, völlig unproblematisch. Haben wir inzwischen einen Neuzugang? Nein, nein. Wenn Sie jetzt Schluss machen wollen, ich übernehme. Oh, das wäre prima. Ich habe noch eine dringende Besorgung. Ist alles in Ordnung, ich trage mich an. Sieht aus, als ob wir einen ruhigen Tag haben werden. Hm? Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo! Hallo! Wo kommst du her? Ich schwänze die Nachmittagsvorträge. Grüß dich, mein Schatzchen. Wie geht's dir? Da, wie findest du das? Enorm. Oh. Enorm, ne? Was ist denn? Freust du dich überhaupt nicht? Komm, hopps. Ah. Da siehst du doch, wie ich mich freue. Ja, ja, einen Wagen habe ich auch gemietet. Da sind wir beweglicher. Ich möchte aber lieber ein Boot fahren. Wo nimmst du ein Boot her? Am Hafen kann man welche leihen. Mhm. Stell dir vor. Sag mal, du bist zu unternehmungslustig. Ist was passiert? Jawohl! Und was bitte? Ich habe mich in einen Chefarzt verliebt. Na ja, da hast du dir ja was Dolles geangelt, du. Sagst du mit? Natürlich, wenn ich der Chefarzt bin, den du dir geangelt hast. Da muss ich ja wohl nicht. Na warum? Was? Der Vormittag ohne dich war sehr schön. Aber ein paar Mal sehr über dich gelacht. Über mich? Warum? Naja, was hast du gesagt? Wenn wir nun morgen früh zusammen aus dem Zimmer kommen und das Personal. Du, hör mal zu. Ich bin eine Respektsperson, ja? Ach so. Du hast kein Recht, dich über mich lustig zu machen. Nein, kein Recht hast du dazu, dich über mich lustig zu machen. Verstehst du mich? Das ist was Ernstes, oder? Mhm.
kommen Sie schnell! Was ist denn passiert? Helfen Sie mir, die Frau ist eingeklemmt. Ja, natürlich nicht angeschnallt. Lassen Sie mich mal machen, ich bin Arzt.